Ihr seid wach? Den Sternen sei Dank. Da seid ihr ja. Und noch dazu auf den Beinen. Ich weiß, dass einem eine magische Translokation richtig auf den Magen schlagen kann. Nehmt euch einfach einen Augenblick Zeit, um euch zurechtzufinden. In Ordnung? Auf der Insel Balfiera, der Heimat von Clan Direnni. Entschuldigt die beengte Unterbringung. Wir sind stolz auf unsere Gastfreundschaft, doch die Umstände hier haben sich zum Bizarren gewendet. Ich musste sichergehen, dass ihr keine Gefahr für euch oder andere seid. Ihr habt es vielleicht nicht mehr so eilig mit dem Entkommen, sobald ihr gehört habt, was vor sich geht. Ihr seid durch ein Portal hergekommen, zusammen mit einer dädrischen Bestie namens Chiazell. Sie übernahm die Kontrolle über unsere Golems und wendete sie gegen uns. Wenn ich euch befreie, werdet ihr dann Chiazell aufhalten? Weise Entscheidung. Einen Augenblick. So, das sollte die Tür entriegeln. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Nun seid ihr frei und munter wie eine Frühlingsgrille. Ich hoffe, ihr habt vor, euer Wort zu halten. Wir werden einander da draußen brauchen, dessen bin ich mir sicher. Ich heiße übrigens Norianwe, vom Clan Direnni. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wir wollen zu einem Ort, den man die Galerie des Schlüsselmachers nennt. Doch erst muss ich wissen, dass ihr euch verteidigen könnt. Durch die Aorbis zu stürzen und auf euer Ohr zu fallen, hat euch ein wenig durcheinander gebracht. Sucht eine Waffe und wir bringen euch wieder auf Vordermann. In Ordnung? Natürlich. Ich kann euch keine vollkommene Transparenz versprechen, doch ich werde so ehrlich sein, wie ich kann. Die Galerie des Schlüsselmachers ist ein uraltes Untergebäude von Balfiera, das erbaut wurde lange bevor mein Clan hier eintraf. Wegen all der Türen. Die Galerie ist voller uralter Türen, die jeweils eine arkane Verbindung mit einem Ort in Tamriel oder jenseits davon haben. Sobald die Tore erwachten, taten sich Risse auf. Ihr seid aus einem von ihnen gefallen. Die Daedra Chiazell fiel aus einem anderen. Ich habe eine Anrufung des Streitrosses gewirkt, euch gepackt und bin geflüchtet, so schnell meine Füße mich tragen konnten. Ich habe die Daedra noch fluchen hören. Dann gab es eine Art Explosion, doch ich habe mich nicht umgedreht. Ich hoffe, die Galerie steht noch. Nichts Unverantwortliches, wenn ihr das meint. Ich bin ein Mitglied der Sinderill, der Spionagegilde von Clan Direnni. Allerdings mehr Gelehrte als Spionen, das versichere ich euch. Ich habe gerade in der Galerie Nachforschungen betrieben und dann, plopp, seid ihr und dieses Monster erschienen. Die Galerie war immer schon ein Ort von besonderem Interesse für die Gilde, doch wir haben nie ganz herausbekommen, wie sie funktioniert. Trotz der Gefahren ist dies unser bisher größter Durchbruch. Der Gildenmeister wird außer sich vor Freude sein, sofern wir alles unter Kontrolle bekommen. Wärt ihr allzu verdrossen, wenn ich sage, dass ich keine Ahnung habe? Wir Direnni sind von Natur aus vorsichtig, deshalb hat Balfiera viele Verteidigungsmaßnahmen. Magische Steinwächter schützen viele unserer heiligen Stätten, doch irgendwie hat diese Daedra einen Weg gefunden, sie gegen uns zu wenden. Muss ich wirklich? Wenn ich mich richtig an meine Studien erinnere, ist sie eine Ernterin, eine riesige schlangenartige Kreatur, die sich von Seelen und Magika ernährt. Wenn sie einen Weg findet, die Energien der Galerie zu verschlingen, haben wir sehr ernsthafte Schwierigkeiten. Größere Waffen wie Stäbe und Streitäxte erfordern für den Gebrauch beide Hände. Ihr könnt kleinere Waffen mit einem Schild oder einer anderen Waffe derselben Größe ergänzen. Ihr habt die Wahl. Ja, ich glaube, die passt zu euch. Falls ihr es euch anders überlegt, nehmt eine andere Waffe. So, suchen wir uns einen Platz zum Üben.
Dieser Ort ist genauso gut wie jeder andere. Und nun wappnet euch, während ich euch einen Tanzpartner heraufbeschwöre. Lasst uns anfangen. Schnell jetzt. Schlagt das Konstrukt. Gut gemacht. Schlagt erneut. Erste Klasse. Angriff. Brillant. Wappnet euch. Schlagt zu, solange es aus dem Gleichgewicht ist. Das ist pure Kraft. Wunderbar. Blockt den Schlag. Setzt euren schwersten Angriff ein. So geht das. Gut gemacht. Verteidigt euch. Schlagt hart zu. Einige Feinde versuchen, euch zu überwältigen. Schnell, befreit euch. Seid bereit, euch zu befreien. Bereitet euch vor. Unterbrecht das Konstrukt, bevor es zuschlägt. Nutzt jetzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff. Haltet den Angriff auf. Jetzt! Unterbrecht es! Wenn euer Feind einen Angriff... Gut, jetzt vernichtet es! Gut gemacht! Kommt und sprecht einen Moment mit mir! Wenn ihr solche Manöver beherrscht, hat kein Daedra eine Chance. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit, loszuziehen. Um die Galerie des Schlüsselmachers zu erreichen, müssen wir erst aus dieser Ruine entkommen und ein weites Feld voll dieser Golems durchqueren, die ich erwähnt hatte. Mit etwas Glück können wir an ihnen vorbeischleichen. Doch ich habe meistens nicht allzu viel Glück. Ich entschuldige mich lieber im Voraus. Nun zunächst mit einer Tür, der ersten von vielen. Der einzige Weg in die Galerie ist durch ein mysteriöses Tor. Sobald wir durch die erste Tür sind, betreten wir ein riesiges Gewölbe. Das ist der Teil, der mir am meisten Sorgen macht. Ich glaube, dass Shiazel, jene dädrische Kreatur, die für all diesen Ärger verantwortlich ist, sich dort eingenistet hat. Also seid bereit für einen Kampf. Ich kann es zwar nicht mit Gewissheit sagen, doch Nirn von einem Scheusal aus einer anderen Welt zu befreien, kann nicht schaden, oder? Ihr Einfluss besteht vielleicht noch eine Weile fort, doch die Golems sollten bald wieder ihr übliches Verhalten zeigen. Hoffentlich. Einer der verirrten Golems. Wir wollen uns vielleicht lieber an ihm vorbeischleichen. Wir sind fast dort. Legen wir einen Zahn zu. Zur Galerie des Schlüsselmachers sollte östlich von hier sein. Machen wir uns auf den Weg.
Galerie des Schlüsselmachers ist dort. Gehen wir hinein. Nun, das ist beunruhigend. Bei Jeffres Knochen. Dieses Anschwellen von Magika, das die Portale erzeugten, durch die ihr gekommen seid, dadurch muss diese Himmelsscherbe einen Sprung bekommen haben. Ohne unversehrte Himmelsscherbe bleibt dieses Tor verschlossen und wir können nicht weiter. Verdammt. Sofern ihr nicht einen Satz Verzauberwerkzeug und Erfahrung mit der meteorischen Machtfülle-Theorie habt, nein, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen einen Ersatz finden. Ich habe vor ein paar Tagen eine in einem Gewölbe südlich von hier gesehen. Doch sie wurde von einem der mächtigsten Golems der Insel flankiert. Üblicherweise würde ich sagen, wir sollten nach einer anderen Lösung suchen. Doch angesichts der Umstände müssen wir es wohl riskieren. Natürlich, aber trödeln wir nicht zu lange. Riesige Klumpen Meteorglas. Sie fallen aus Aetherius herab, aufgeladen mit reiner und sehr mächtiger Magika. Magier verwenden Himmelsscherben bei allerlei Ritualen und Experimenten. Wir die Renni nutzen sie als Kraftquelle. Es ist ein monströser Wächter, den man auch einen Gargül nennt. Ich habe noch keinen kämpfen sehen, doch sämtlichen Berichten zufolge sind sie weitaus mächtiger als alles, dem wir uns bisher gestellt haben. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Dort ist die Himmelsscherbe. Dort ist sie, die Himmelsscherbe. Habt ihr gerade die Energie dieser Scherbe absorbiert? Unglaublich. Nicht ganz, was ich vorhatte, aber wir können damit arbeiten. Lasst uns zurück zum Tor gehen. Der Moment der Wahrheit. Konzentriert euch auf die Himmelsscherbenöffnung. Mit etwas Glück reagiert sie auf die von euch absorbierte Macht und schließt das Tor auf. Ha! Ihr habt es geschafft! Unterhalten wir uns! Ich fürchte, wir sind am wirklich beängstigenden Punkt angekommen. Die dädrische Kreatur, die für all diese Portale verantwortlich ist, wartet gleich jenseits dieses Tors. Falls ihr noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen habt, so trefft sie jetzt. Wie gesagt, ich bin nur eine Gelehrte, doch ich würde euch dazu anhalten, an das zu denken, was wir vorhin geübt haben. Bleibt in Bewegung, seid treffsicher und nutzt jede Schwachstelle aus, die diese Kreatur euch bietet. Da ist sie! Schickt sie zurück ins Vergessen! Nieder, Wurm!
könnt ihr nicht töten. Ihr habt es geschafft. Hoffentlich wurde die Galerie nicht zu schwer beschädigt. Folgt mir. Sternen. Seht euch die mittlere Säule an. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Die Galerie des Schlüsselmachers. Ich hatte sie anders in Erinnerung. Jetzt verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstammt dieser arkanen Helix. Erstaunlich! Da die Helix nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Anfangs vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Für euch stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst? Ist das zu fassen? Seht euch nur um! Da diese arkane Helix nun frei liegt, knistert es in der Kammer regelrecht vor Magie. Die Galerie des Schlüsselmachers ist zum Leben erwacht. Und ich glaube, ich weiß auch endlich warum. Euretwegen. Die Lage in Tamriel ist düster. Krieg wütet in Cyrodiil. Dädrische Fürsten intrigieren. Drachen reiten auf den Winden von Elsweyr. Die zweite Ära braucht eine Retterin. Ich glaube, die Galerie, vielleicht auch der Adamantturm selbst, hat euch dafür ausgewählt. Die Galerie des Schlüsselmachers hat Türen in jeden Winkel Tamriels geöffnet. Orte, von denen ich vermute, dass sie dringend den Beistand einer Heldin brauchen. Die Entscheidung liegt bei euch. Doch wohin auch immer ihr gehen mögt, das Abenteuer wartet sicher bereits auf euch. Mögen euch die Sterne behüten. Und? Habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Welche Region der Welt gefällt euch? Nicht jeder. Es ist ein wenig überwältigend, nicht wahr? Ganz Tamriel erstreckt sich vor euch. Wir könnten mit den politischen Überlegungen beginnen. Drei große Allianzen ringen um die Kontrolle von Cyrodiil. Interessiert euch das Schicksal von Pakt, Bündnis oder Dominion? Hervorragend! Ihr könntet nach Strahs Mekai im Dolchsturzbündnis, auf eine Insel namens Kenatis Rast, auf die das Altmeri-Dominion den Blick gerichtet hat, oder in die Domäne des Ebenherzpakts reisen. Es scheint, dass dieses hier nach Ödfels führt, ein eiskaltes Nordjarltum in Ostmarsch. Dass dieses Tor einen derart abgelegenen Ort gewählt hat, dort findet zweifelsohne etwas Wichtiges statt. Die Galerie lädt euch ein, sich ihm zu stellen. Wollt ihr euch in die Kälte wagen?